Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, hören Sie heute die 47. große Botschaft des Herrn. Sie trägt den Titel »Die Botschaft über den Zorn Gottes«. Am Abend des 10. Oktober 2021 sprach der Herr ab 18.47 Uhr zu mir und gab mir eine Botschaft, in welcher er seine Empörung über das Verhalten der Menschen zum Ausdruck bringt. Der Heiland sagte: »Meine Tochter, gerne bin ich wieder bei dir und leiste dir Gesellschaft. Du bist eine fleißige Schreiberin. Dein Tempo wird immer schneller. Ich verleihe deinen Händen Flügel, sodass du gewissermaßen über die Seiten schweben kannst. Es drängt mich sehr, dir noch vieles zu diktieren, weil mein Herz so voll ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ich werde dir alles offenbaren, was notwendig ist für deinen Dienst und auch für andere Menschen, mit denen du zu tun haben wirst. Es werden viele Details sein, über die die Leute staunen werden, aber alles wird sich erfüllen. Erst dann werden manche von ihnen es glauben können. Ich sehe es ihnen nach, weil ich weiß, wie schwerfällig sie im Denken, im Glauben und im Vertrauen sind. Sie sind in den Tugenden ungeübt und beten zu wenig, daher fällt es ihnen schwer, meinen Worten zu glauben. Bete viel und oft, dann wird auch dir das Glauben leichter fallen. Glauben können ist ein Geschenk, das ihr direkt von mir bekommt. Ihr könnt es nur durch das Gebet erlangen. Wer nicht betet, verschließt sich selbst vor der Gnadenquelle. Ihm fehlt das passende Schöpfgefäß. Und so sitzt er durstig am Brunnen. Wie leicht wäre es, mich einfach um Hilfe zu bitten, aber viele sind zu stolz dafür. Ich könnte ihnen alles geben, was sie zum Leben brauchen, aber sie wollen mich nicht darum bitten. Lieber sitzen sie in ihrem Elend und wenden mir den Rücken zu. Was seid ihr doch für ein störrisches und uneinsichtiges Volk? Ihr seid undankbar und stur, verblendet und verstockt, trotzig wie Kleinkinder und uneinsichtig wie Greise. Ja, ich bin empört, wenn ich so etwas sage. Meine Empörung hat auch ihren Grund. Ich rege mich nie grundlos auf. Ich bin demütig und sanftmütig von Herzen, aber manchmal muss ich auch über die Dinge reden, die mich erzürnen, mich beleidigen und mich kränken. Das ist mein gutes Recht. Ich bin euer Gott und diese Kritik steht mir daher zu, weil sie überaus berechtigt ist. Wenn es nicht so wäre, würde ich darüber schweigen. Ich rede nur, wenn es dringend notwendig ist und ihr lebt jetzt in so einer Zeit, in der ich mein Wort nicht länger zurückhalten kann und will. Ich muss zu euch sprechen, um euch wieder auf den rechten Weg zu führen. Zu viele sind schon in die Irre gegangen und viele stehen derzeit direkt am Abgrund und sind in unmittelbarer Gefahr hinunterzustürzen. Das muss und will ich verhindern. Amen, so will ich es. Meine Tochter, geh nun schlafen. Du hast heute wieder viel erledigt. Dir erscheint es wenig, aber in meinen Augen war es viel und ausreichend. Jetzt werden die Tage wieder kürzer, und du sollst dein Augenlicht schonen. Du wirst es noch lange brauchen. So, nun segne ich dich. Geh hin in Frieden. Gute Nacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ruhe dich aus. Bis morgen. Dein dich liebender und treuer Gott. Amen.